Eigentlich möchte Rita Amstetter ihrem Mann nur sein Essen zur Arbeit bringen. Doch dann der Schock. Mischa! Schatz! Ach du Scheiße! Schatz! Schatz! Scheiße! Was ist denn los? Keine Luft! Wo ist mein Handy? Scheiße! Ruf Krankenwagen! Ja, ich bin schon dran, Schatz! Eigentlich wollte ich meinem Mann nur was zu essen vorbeibringen, das er vergessen hatte. Und er arbeitet hier als Hausmeister im Schwimmbad, einer von zwei Hausmeistern. Aber als ich ihn dann so sah, angekettet in diesem Moment, war ich ganz schockiert und so leblos, als er da saß. Mein Mann ist hier angekettet, Sie müssen kommen, bitte schnell! Halt! Kannst du mir helfen? Nein, will ich aber nicht. Wie willst du nicht? Ich glaube, du spinnst! Der hat's verdient. Mach doch noch ein Foto, ich glaube, du spinnst! Wie hat's verdient? Jetzt bleib doch mal stehen! Und dann auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, Fotos zu machen. Mein Mann hängt da und ich bin total hilflos in dem Moment. Und der hat nichts Besseres zu tun, als Fotos zu machen. Hallo. Hallo. Haben Sie uns gerufen? Ja, mein Mann. Oh, was ist denn da passiert? Ja, was ist da passiert? Das frage ich mich auch. Ich wollte ihm eigentlich nur was zu essen bringen. Und okay, können Sie einmal ein bisschen hier rüber kurz gehen? Danke. Irgendeine Idee? Nee, gar keine. Viele Informationen haben wir von der Leitstelle hier nicht bekommen. Wir sind eingetroffen, haben einen Herrn angetroffen, der schon ziemlich starke Luftnot hatte. Das war aber nicht sein einziges Problem. Er war nämlich in einem Eingangsbereich, quasi in einem Eingangskreuz am Freibad festgekettet. Und das war so das größte Problem, was wir im Moment hatten. Kommt keine Luft. Okay, ganz ruhig. Wie ist denn der Name von Ihrem Mann? Michael. Und der Nachname? Amstetter. Amstetter. Und Sie sind die Frau? Frau Amstetter. Okay, Vorname Rita. Einmal. Okay, alles klar. Herr Amstetter. Ganz ruhig atmen. Mach's mal bitte einmal ein Sättigungstrip drauf. Na klar. Leitstelle Köln für den 1 RTW3. Wir hatten hier eine riesen dramatische Situation. Der Herr war angekettet und quasi mit jeglicher Bewegung von diesem Kreuz, von diesem Eingangskreuz, hat sich die Schlinge mehr zugezogen. Und er ist rot angelaufen. Im Prinzip hat er sich fast selber stranguliert. Also hier war schon richtig Holland in Not und wir brauchten hier dringend die Feuerwehr. Der ist ziemlich flott unterwegs. Ja. Möchtest du ein EKG haben? Genau, mach mal einen Vierkanal und gleich danach einen Druck, ja? Die Feuerwehr kommt, weil das bekommen wir von alleine nicht weg hier. Die ist schon mit alarmiert, ja? Bitte schnell! Wir helfen Ihnen jetzt, ja? Bitte machen Sie doch schneller. Wir sind hier, beruhigen Sie sich, okay? Ja. Ich zieh mal ein bisschen an der Jacke, ja? Ja, gut, Vorsicht. Nicht so fest. Gut, geh mal einmal. Oh, der hat schon richtige Marken hier, guck mal. Ja, die Sättigung ist jetzt gerade auch nicht so berauschend. Hat Ihr Mann irgendwie Vorerkrankungen? Ja, vor 10 Jahren hat er einen Herzinfarkt gehabt. Medikamente nimmt er regelmäßig? Regelmäßig, geht zum Arzt, alle Kontrolltermine. Dass Michael in der Vergangenheit bereits einen Herzinfarkt hatte, verschärft die Situation. Einsatzleiter Björn Eckhoff von der Feuerwehr und sein Team wollen den 40-Jährigen so schnell wie möglich befreien. Denn jede Aufregung kann für den Patienten lebensbedrohliche Folgen haben. Wir haben hier eine bedrohliche Situation. Der Patient hat einen VT. Okay. Ja, wir legen Zugang und du machst mir bitte 300 Amiodaron fertig. Ja? Mach ich, okay. Gut, okay. Kannst du gehen zur Seite bitte? Können Sie mir irgendwas zu der ganzen Geschichte hier sagen? Haben Sie irgendwelche Informationen für uns oder für mich hier? Also es gibt da noch den Ralf, ja. Das ist der zweite Hausmeister hier im Schwimmbad. Ja, die stehen momentan ein bisschen im Konkurrenzkampf, da die Sommersaison nicht wirklich gut war und sonst eigentlich nicht. Was ist denn hier Gut, Ralf. Was ist passiert? So, wer sind Sie jetzt? Ich bin der Kollege von ihm. Der Kollege? Das ist der Ralf. Okay. Der Ralf, der Hausmeister. Der zweite Hausmeister. Okay. Gut, ja, Sie sehen ja jetzt gerade, was passiert, beziehungsweise Ihr Kollege ist hier. Aber was ist denn hier passiert? Ja, haben Sie vielleicht eine Idee? Haben Sie eine Idee? Ich wollte gerade zur Arbeit kommen und sehe da keine Ahnung. Ja, Sie sehen ja, den Kollegen geht's nicht gut. Ja, der ist hier festgekettet worden von irgendjemandem. Ja, richtig, genau. In einer sehr, sehr misslichen Lage. Also Sie können mir da nichts zu sagen gerade. Nein, woher? Aber geht's Ihnen denn gut so weit? Weißt du irgendwas? Nein. Gar nichts? Ja. Nein. Also wir werden jetzt mal ganz vorsichtig versuchen, die Ketten zu lösen, ja? Das kann so ein bisschen knipsen, ein bisschen lauter sein am Ohr vielleicht oder so. Sie brauchen keine Angst haben, wir sind da. Wir passen auf Sie auf, okay? Okay. Ja? Okay. Alles klar, super, perfekt. Sie machen das sehr, sehr, sehr gut. Okay, willst du anfangen? Okay, geht's hier soweit gut? Ich gehe jetzt mal erstmal an meinen Arbeitsplatz. Muss ja auch irgendwie weitergehen. Hier, ne? Ich glaube nicht, dass es jetzt so hilfreich ist, wenn Sie hier rumrennen. Ne? Nee, ich gehe auch nur an meinen Arbeitsplatz. Ihm geht's ja soweit gut, ne? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, das kann jetzt wohl nicht wahr sein, ne? Okay. Ja, aber das ist der mit dem Ärger, oder? Das ist das, ja.
Ja, wir halten das auch mal hier ein bisschen Infusion, fest. Infusion, Infusion, ein bisschen achten auf das. Okay, Zugang. Da haben wir schon los. Ja, warte, ich müsste frei sein. Ja, warte. Also, hat sich mal jemand hier richtig Mühe gegeben, ne? Also, richtig dick eingewickelt. Hier ist ein großes Schloss dran. Weiß jemand, wo der Schlüssel ist? Ein Schloss ist hinten dran noch. Ja, Schlüssel, haben Sie einen Schlüssel dafür? Nee, wo soll ich einen Schlüssel? Okay, pass auf, kannst du noch einmal hier durch? Weg, 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 weg. Weg. Hier Abstand halten. Okay, alles klar. Ich nur die Infusion halten, ne? Okay, Patient ist frei. Gut, wir kommen, tragen, ja. Nicht anstrengen. Nicht anstrengen. Okay. Habt ihr? Ja, die haben wir. Rita ist froh, als ihr Mann von den Ketten befreit ist und hofft, dass Michael endlich verrät, wer ihm das angetan hat. Auf eine Antwort muss die 38-Jährige jedoch zunächst warten. Denn der Zustand des herzkranken Hausmeisters verschlechtert sich rapide. Hallo? Hallo. Der ist bewusstlos. Schatz, okay, alles klar. Schatz! Wir hatten die Trage relativ nah an den Patienten gestellt, haben ihn einfach nur kurz aufgerichtet und auf die Trage gelegt. Und dann hat sich halt die Situation dramatisch zugespitzt. Wir müssen den kardivertieren. Schatz! Okay. Sommer. Oh. Mach Fast Patches. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ja. Was hat er denn jetzt? Das ist bewusstlos geworden wegen dieser Rhythmusstörung. Das wird der ganze Stress sein. Okay. Ist konnektiert. Ja, ist. Laden auf 150. Warte mal. Ich fand mich so hilflos. Ich stand so daneben und schaute die Situation zu und konnte nichts tun. Es war furchtbar. Fertig, ist geladen? Ja. Alle weg vom Patienten? Alle weg vom Patienten. Und du löst den Schock aus. Okay. Fertig. Und Achtung. Und Schock. Okay. Okay. Gucken. Immer noch, ne? Ja. Neu laden. Wenn der Patient bei einer VT, einer sogenannten ventrikulären Tachykardie, bewusstlos wird, ist das halt das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen mussten wir hier zügig eingreifen und da haben wir eigentlich das Mittel, dass wir den Patienten kardiovertieren können. Es ist sowas Ähnliches wie Defibrillation, nur mit weniger Energie. Und da wird einfach der Herzschlag geresettet. Das heißt, wir versuchen durch diesen Stromschlag das Herz auf Null zu setzen und hoffen, dass es einfach wieder vernünftig im vernünftigen Rhythmus anspringt. Weg vom Patienten. Und Schock. Okay, Schock ausgelöst. Wir haben eine EKG-Veränderung. Ja. Ja. Ist ein Sinusrhythmus, ne? Ja, 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 ja. Ist ein bisschen flott, aber ist gut. Okay. Ich habe einen gut tastbaren Puls. Okay. Hallo. Da kommt er wieder. Da ist er, da ist er. Schatz. Da ist er wieder. Schatz. Okay. Das Problem hier war einfach, dass der Mann schon kardial vorbelastet war. Er hat schon mal vor 10 Jahren einen Herzinfarkt gehabt und diese Gesamtsituation, die wir halt im Nachhinein rausgefunden haben, der Stress am Arbeitsplatz, der Ärger, den er hatte und die Situation, die halt an diesem Tag noch eingetreten ist, hat halt sein Übriges getan und das Herz hat dementsprechend auch reagiert. Mann, 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 Sie haben mir jetzt aber ein bisschen Ärger gemacht, ne? Wo ist meine Frau? Hier bin ich, Schatzi, hier bin ich. Ihre Frau ist hier, Ihre Frau ist hier. Ich bin da. Also wir dachten eigentlich, dass es jetzt endlich hier mal ruhiger wird. Weil vor 10 Jahren hatte er diesen Herzinfarkt gehabt. Und ja, die Arbeit, wo er vorgearbeitet hat, war so stressig gewesen. Hier sollte es ruhiger zugehen. Aber dann kam die Situation, ständig diese Rangeleien mit den Jugendlichen, die er dann rausschmeißen musste. Und, okay, und immer war irgendwas. Und dann kam Ralf. Und mit Ralf war ja auch ständig irgendwie... Ralf ist... Ja. Kein guter Mensch. Ja, er stottert auch noch und wird deswegen immer gehänselt. Immer lacht der halt, über mich. Da ist er wieder. Wer ist wer? Jetzt komm mal hierher. Hey, was fällt Ihnen hier ein? Bleiben Sie mal hier. Also Sie wissen schon, dass das verboten ist, was Sie gerade getan haben, ja? Ja. Dass ich immer heute Morgen schon mal da war. Ja, und du hast sieht ganz lustig aus, aber. Gemacht. Ach, der sieht ganz lustig aus. Ja. Die finden das also witzig, was Sie hier gerade machen, ja? Ja, so sieht's aus. Was hier gerade passiert. Ja. Wer sind Sie denn überhaupt, wenn ich mal frage? Darf haben Sie was hier mit zu tun? Nee, ich habe gar nichts damit zu tun. Das ist der Jugendliche, der auch in unseren Vorgarten den Müll geschmissen hat. Okay. Du warst es gewesen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, also hier Fotos zu machen, so wie es hier passiert ist, da habe ich absolut kein Verständnis für. Und die ganzen Streitigkeiten, die wir überhaupt hier hatten, waren natürlich äußerst schwierig für uns bei den ganzen Arbeiten. Wir haben hier auch, oder ich habe mich ja auch dazu entschieden, auch die Polizei dazu zu holen. Und das, von dem jungen Mann geht natürlich überhaupt gar nicht, was hier passiert ist. Wie ist Ihr Name? Finn. Okay, dann sollen wir erstmal reichen. Okay. Wir unterhalten uns gleich noch, ja? Keine Sorge. Ich bin da. Könnt ihr kurz mit anpacken? Ja, natürlich, klar, warte. Alles wird gut. Wir fahren Ihren Mann in die Klinik. Hör mal, ich habe gerade noch mitbekommen, ihr habt gerade hier den Jungen da beschuldigt. Also mal ein bisschen zur Seite genau. Nehmen, ja? Genau. Zur Seite, ja.
Ich glaube nicht, dass er da wirklich was mit zu tun hat. Du weißt, wie schusselig dein Mann ist. Ja, wie schusselig. Du kannst nicht sagen, dass dein Mann jetzt schusselig ist. Er hat schließlich die Müll in meinen Garten geladen. Er ist schon geladen, sehr schusselig. Was heißt denn schusselig? Der hat's nur verdient. Ich verstehe es nicht, bis heute nicht, wie du das 20 Jahre aushalten konntest. Ich kriege nach 2 Jahren schon einen an der Klatsche. Er kann doch nichts dafür, dass er stottert. Mal ganz im Ernst, ja, aber ich kann nichts dafür, dass ich mit ihm zusammenarbeiten muss. Irgendwann, dann wird man doch wahnsinnig. Entschuldige mal, also, bitte. Das ist ganz schön respektlos von dir. Die Situation zwischen der Ehefrau und Michaels Kollegen schaukelt sich immer weiter hoch. Und wer Michael angekettet hat, ist auch noch nicht geklärt. Was wirklich vorgefallen ist, kommt erst ans Licht, als der Chef des Freibads eintrifft. Weißt du das denn nicht? Zum Beispiel auch letztens die Aktion ist noch gar nicht so lange her. Da hat er doch viel zu viel Chlor ins Schwimmbecken gekippt. Die Jungs haben sich sogar noch mega aufgeregt. Ja, Moment mal. Schlüssel! Da könnt ihr was damit anfangen, ich nicht. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich hätte da schon eine Idee. So, ich möchte mal ganz kurz was klären. Also irgendwas mit dem Schlüssel, wir haben noch ein Schloss gefunden. Die Polizei ist auf dem Weg hierhin. Jetzt tun Sie mir bitte einen Gefallen. Jetzt mal Butter bei der Fische, was ist hier los? Was müssen Sie sich an die Fraktion richten. Ja. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Was sagst du da? Erzähl doch, was du uns letztens gegeben hast. 10 Euro. Gegeben? Ja. Hast uns 10 Euro, damit wir Chlorwasser rein. Aber egal, was Sie jetzt denken mögen. Ich habe da niemandem die Wahrheit einfach. Also wir können das auch ganz einfach regeln. Also, ich kann die Überwachungskamera einsehen und dann wird sich herausstellen, wer den Schlüssel hat. Sie haben eine Überwachungskamera hier. Das ist ja schon mal sehr gut. So, also jetzt mal, Jungs, mal ganz ehrlich, unter uns. Polizei ist unterwegs, wir kriegen es sowieso raus. Jetzt habt ihr die Möglichkeit hier mal. Erzählt doch einfach nur Lügengeschichten. Es wird jetzt immer enger gleich kommen. Sag's doch bitte einfach. Hey, du wolltest das wie. Also, habe ich jetzt richtig verstanden, da ist also doch was gelaufen. So, jetzt. Ja, da gebe ich zu. Ich habe den Jungs, 10 Euro gegeben, damit sie sagen, er war es gewesen. War vielleicht nicht die feine englische Art, gebe ich zu. Ja, okay. Na, wer war's? Du warst. Mit den 10 Euro gebe ich zu. Das war's. Du hast das nur ins Wasser getan. Ja. Gut, war Taschen auf links krempeln von der Polizei genau. Oder jetzt? Okay, also jetzt raus. Jetzt, komm, letzte Chance. Viel bleibt mir ja nicht mehr. Sie haben ja gesagt, Sie hatten auch die Kameras an. Ja, genau. Also angekettet habe ich ihn nicht, wirklich. Ehrlich, Hand aufs Herz. Okay. Aber, raus mit der Sprache. Ja, merkst du, Stottern nervt, ne? Ja, jetzt komm, was? Er hatte sich selber angekettet. Er hat seinen Job verloren und wollte wohl mit dem Chef Job verloren? Reden. Herr Gruber, mein Mann wurde gekündigt? Warum wurde mein Mann gekündigt? Herr Amstetter hat einfach zu viele Fehler in letzter Zeit gemacht und außerdem kann ich mir keine 2 Hausmeister leisten. Aha. Das ist doch okay. Sagen Sie mal kurz, Fehler unter anderem zu viel geklort? Ja, das wurde mir so mitgeteilt. Also anscheinend hat... Vielleicht sollten Sie jetzt nach der Situation Ihre Entscheidung da einfach noch mal überdenken. Also ich bin total enttäuscht darüber, dass mein Mann mir nicht alles erzählt. Und dass er mir in so einer Situation gar nicht erzählt, wie stressig es bei ihm auf der Arbeit ist, kann ich gar nicht verstehen. Und dass er dann sich noch selbst ankettet, mir fehlen absolut die Worte. Ich habe mich selber angekettet. Ich wollte auf mich aufmerksam machen, Herr Gruber. Ich war immer ein guter Arbeiter für Sie. Und Sie entlassen mich einfach, weil so ein junger Mensch mich schlecht macht. Also, ich bin heute Morgen schon früher zur Arbeit gekommen, als eben gesagt. Und er lag hier und war angekettet, aber ihm ging es nicht schlecht. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Okay. Und ich dachte mir, mein Gott, ich habe mir noch einen Kaffee geholt und dachte, da passiert schon nichts. Was haben Sie da jetzt in der Hand? Das ist der Schlüssel tatsächlich für das Schloss. Dann liegt er hier halb bewusstlos, verliert den Schlüssel und Sie nehmen ihm die einzige Möglichkeit, wo er sich selber befreien kann. Hey, mal ganz ehrlich, wenn dieser Idiot sich selber ankettet und es ihm nicht so schlecht geht, ja, also Entschuldigung, ein bisschen Strafe muss auch selber sein. Wer kettet sich denn selber an? Der Einzige, der hier eine Strafe kriegt, sind Sie, hoffe ich. Und die Polizei kommt und die nimmt das auf. Unterlassene Hilfeleistung, gefährliche Körperverletzung. Ja. Dann ist heute der Tag, Sie sind fristlos gekündigt. Genial. Endlich mal Gerechtigkeit. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Wenn das Ihre Entscheidung ist und Sie glauben, dass Sie damit weiterkommen, dann symbolisch der Schlüssel. Dankeschön. Ich war ja schon ziemlich ungehalten über das Verhalten von dem Arbeitskollegen. Aber als ich dann gehört habe, dass der Arbeitskollege den Schlüssel in der Tasche hatte und warum er den in der Tasche hatte, also ich war fassungslos. Und ganz klar, das musste ich einfach auch mal anbringen und musste ihm das sagen. Also den Schlüssel einstecken bei einer schwer verletzten, erkrankten Person, ihn da so liegen zu lassen, das geht überhaupt nicht. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Und man muss ganz klar sagen, hätte die Ehefrau ihn nicht gefunden, wäre er verstorben. Und das hätte auch nicht mehr lange gedauert. Wir würden jetzt erstmal ins Krankenhaus fahren. Richtig. Ihnen geht es soweit wieder gut? Ja. Ja? Ja. Alles wird gut. Okay. Richtige Aktion war es nicht. Mit Ihrer Vorerkrankung war das wirklich, wirklich, wirklich echt leichtsinnig. Ja, natürlich. Ja?
Ja. Nie wieder machen. Schatz, alles wird gut. Ja. Okay. Michael hat sich von dem Kammerflimmern vollständig erholt. Sein ehemaliger Kollege Ralf muss sich vor Gericht wegen Diffamierung am Arbeitsplatz und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Rita ist glücklich, dass ihr Mann weiterhin mit großer Freude im Freibad arbeitet.